So, wieder zurück in der Wüste Ranell. Und wir haben die Greifhaken und ich weiß, wie es weitergeht. Und das ist so gut. Oh! Vielen Dank! Vielen Dank, Zedifi, für deine 2 Bits. Vielen Dank für die Unterstützung. Na? Willkommen. Ich will den gar nicht. Ich will gar nichts von dem. Ich will nur meine Erze. Aber ich weiß gar nicht, gibt es hier Erze? Man schon, ne? Nein. Aua! Ich weiß gar nicht, ob ich die besiegen kann. Mit dem Ding glaube ich nicht. So, und schauen wir hier mal. Und danke für die weiteren Bits. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, willkommen. Was geht? Nein, ich war zu langsam. Ich weiß auch gar nicht, wie viele wir davon noch brauchen. Da oben ist noch so ein Steinchen. Den gönne ich mir doch. Komme ich da überhaupt dran? Ja. Sind bald Schuss, ja dann. Nein! Dann auf Wiedersehen und danke nochmal. Komm ich da? Schaut nicht B, Y, E. Bin gerade total verwirrt. Ach, da hinten lang. Ja, wir können jetzt eigentlich richtig gucken. Wie wir hier alles machen. Also hier können wir echt viel machen. Und wir können auch sehr, sehr viel jetzt im Wolkenhort eigentlich machen. Aber das mache ich erst, wenn ich wieder dort bin. Oh! Oh, Mann! Ja, aber warum ist der so kurz? Das ist doch voll langweilig. Nein, ah. Hä? Genau, ich muss da vorne rüber. Ich verstehe halt überhaupt nicht, warum hier diese Dinger sind. Oder es ist da unten. Hallo? Achso. Ne, irgendwie nicht. Naja. Ich hatte mal Leute, die haben Bits gespendet. Und die waren wirklich nur einmal dort, um dieses Ding zu bekommen. Hier, man kriegt doch so ein Abzeichen. Mehr wollten die nicht. Nur dieses Abzeichen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, okay. Okay, das wird angezeigt, wenn ich das treffe. Der weiß auch nicht, was abgeht. Okay, ich habe aber auch keinen Bock, dich zu besiegen, weil du bringst nicht viel. Naja. Also ich freue mich. So. Na, ich glaube, ich muss wirklich da vorne irgendwie lang. Kann ich... kann ich einfach geradeaus. Ich glaube, hier war sogar irgendwas. Ich guck aber mal. Naja, hast aber Bits bekommen. Ja, ich glaube, er war aber schon mal hier. Ja, folgt seit 22. Juni. Aber in letzter Zeit folgen echt viele neue Leute.
Das ist total komisch, dass wenn ich, also oft ist das so, also wenn ich gerade den Stream starte, kriege ich neue Follower. Und sehr oft, wenn es so in der Nacht, so als würden Leute auf YouTube so ein Video geguckt haben und plötzlich dann so, ach, der streamt ja und ja. Also so wirkt das. Also so folge ich den meisten Leuten. Aber warum nicht, ne? Na, scheiße. Na. Okay, Bomben haben wir genug. Vielleicht gibt es irgendein Challenge wegen Bitabzeichen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die dann bei anderen Streamern aussieht. Also eigentlich bringt dir das ja nicht viel. So, das Coole ist, wir kriegen hier direkt zwei Greifhaken. Bei Twilight Princess kriegt man auch einen im Wassertempel und dann den zweiten kriegt man dann in... Oder hat man den schon im Wassertempel bekommen? Jedenfalls, man kriegt dort auch zwei. Oder war das im Wüstentempel kriegst du den Dingsbums? Jedenfalls, da kriegst du irgendwann den zweiten und hier hast du halt irgendwann... also hier hast du halt direkt zwei. Und das finde ich halt echt cool, weil da kannst du dich halt überall hin und her hangeln. Und hier funktioniert das auch echt gut. Also ich bin echt froh, dass sie das hier reingemacht haben. Weil ich finde immer noch, das ist mein Lieblingsgegenstand halt. Weil du kannst halt überall hin, du kannst damit sogar Gegner besiegen. Also ich finde den in Ocarina of Time am besten. Aber auch hauptsächlich, weil der einfach auch deinen Bogen ersetzt. Luigi, hi! Na? Guck mal, von einem kriege ich Bits, von dem anderen kriege ich Furze. Furz. Okay. Wir müssen übrigens hier unten hin. Aber ich wollte hier trotzdem schon mal durchgucken, ob hier noch irgendwelche relevanten Sachen sind. Und, ja. Das wollte ich nur kurz um den Greifhaken mal sagen. Ich glaube, der ist wirklich stärker. Also, das Schwert meine ich. Hä? Wieso spawnt hier so viel auf? Hier, der braucht nur drei Schläge. Also die Roten, die haben... Weiß ich nicht. Oder er macht's nicht. Ich geb dir nicht nur Gas. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aha. Boing. Der zweite. Schön. Erzählt von nicht. Doch. So war das doch nicht gemeint. Oder lustig gemeint. Nein, für das Abo bin ich dir sehr dankbar. Für jeden bin ich mega dankbar. Obwohl, bist du wieder raus? Nee, also ich muss echt sagen, und vielleicht sage ich das zu viel, aber ich denke eigentlich, also meiner Meinung nach sage ich das nicht zu viel. Und zwar bin ich hier jedem dankbar, der auf irgendeine Weise den Kanal unterstützt. Und das ist doch nicht mehr durch ein Abo. Also alleine durch Zuguck ist das super. Du bist doch nicht lustig, ja. Aber du hast einen Kappa hingesetzt, also eigentlich würde ich sagen, ja, ich bin auch nicht lustig. Ist halt so. So, da oben möchte ich kurz die Ionenblume noch holen. Ach, guck mal, es ist ja sogar noch, dass das Spiel das gespeichert hat. Ich dachte, er setzt das dann wieder auf Null. Sehr cool. Oh nein, mein Rücken. Oh, ich kriege gerade richtig Rückenschmerzen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hab irgendwie richtig Krämpfe oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, Mann. Moment, ist das auch eine Truhe? Und habe ich das schon offen oder nicht? Hä? Was ist das denn? Ja, 20 Rubine. Haben oder nicht haben. Aber hier wird man echt zugeschüttet mit Geld. Also es ist schon...
nicht mehr so lustig. Ah, shit, der fliegt weg. Okay. Hätte ich vorher wissen müssen. Ist das ein Windsturm oder so? Nein. Das habe ich doch gar nicht geklickt. Okay. Da haben wir's. Ah, danke, Lukas. Nein, ich finde das schön. Ich finde das echt schön. Und wie ich immer so gerne sage, ich hoffe, irgendwann wird sich das auch nochmal ordentlich auszahlen, sage ich mal. Also, dass ich das irgendwann, dass ich mich da irgendwie mit finanzieren kann oder was auch immer. Weil das wäre halt wirklich ein Traum von mir. Weil dann bin ich endlich selbstständig mit dem, was ich mache und tue. Aber ich glaube, dafür tue ich leider zu wenig. Nein! Wo kommt der denn her? Aua. Ah, sonst braucht er, glaube ich, 3. Bestimmt. Ja, ich mach's ja schon seit 3 Jahren oder so. Seit wann? Seit wann bin ich am Stream? Ich glaube, nächsten Monat ist wieder Jubiläum. Da ist der Bart. Vielen, vielen Dank für deinen 29. Monat jetzt schon. Luigi, danke dir für deine Unterstützung so lange. Der treueste Abonnent hier, muss man sagen. Oder der längste zumindest. Aber treu und lange. Ja, doch, das passt schon gut zusammen. Vielen, vielen Dank, dass du immer noch dabei bist. Ha. Läuft der Tacht auf. Oh, mein Rücken! Oh, irgendwas ist mit meinem Rücken heute richtig kaputt. Oh, das ging nochmal schnell. Ja, der längste. Ja, du bist, glaube ich, der am längsten. Und ich bin gerade am Überlegen. Luna war ja auch echt lange eine Zeit, aber Luna kommt ja gar nicht mehr. Ich würde sagen, ach, weiß ich gar nicht. Ah, Lukas, doch. Ich würde Lukas noch sagen. Oh, das ist nicht der Weg, den ich wollte. Oh, ich weiß, welchen Weg ich gehen wollte. Warte mal, da komme ich. Genau, da komme ich da vorne hin. Oh. Ah. Dich nehme ich kurz mit. Wenn ich davon Fehler habe, aber. Och Mann, diese Vögel gehen mir so auf den Keks. Da. Warum ist der überhaupt so ein Festteil, also ein Teil? Hm. Ich bin über 2 Jahre dabei, die Zeit vergeht. Das geht echt krank. Krass. Das geht echt krank und krass, ja. Nee, es ist echt krass. Aber ich sag mal, ich find's aber auch erstaunlich, dass halt, weil ich sag mal, wir bestehen aus Leuten, die halt schon echt lange dabei sind. Ach, da vorne, da, ja, da hab ich doch noch hinten, da hinten gesagt, da geht's weiter. Die schon echt lange dabei sind, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Ich sag mal, Kugelfisch ist ja jetzt auch nicht, schon weiß ich nicht, Kugelfisch seit einem Jahr? Fast ein Jahr? Ich weiß es nicht. Kugelfisch ist seit 3. Oktober 2020, also bald ein Jahr. Also. Guck mal, Kugelfisch ist so gut wie immer da. So als Beispiel jetzt. Ich glaube, Strohkopf ist schon echt lange dabei. Warum musst du jetzt eine extra. Okay, warum musst du die Kamera da jetzt extra ein bisschen drehen? Wieso kann ich hier lang?
Das ist nur eine Abkürzung. Scheiße. Scheiße. Mal aufpassen, dass die Wampe einen nicht erwischt. Okay. Ah, da muss ich echt sagen, also da hoffe ich, dass man die noch erweitern kann, den Greifhaken, weil das ist echt zu kurz, meiner Meinung nach. Ah, okay. Ich habe sogar überlegt, ob wir jetzt als nächstes hier hinkommen. Oh, aber ich war mir nicht so sicher. So, okay. Ach. Da ist er. Boing. Findest du das Kack? Mir kannst du ohren, dass hier in der Wüste ein Drache lebt, der gerne Leute unterrichtet. Angeblich schenkt er dem, der alle seine Aufgaben meistert, den unzerstörbaren Schild. Ja. Ja, das tut er. So, ich hol mir mal ganz kurz was zu trinken gleich. Manchmal trägt ein Bock den Monsterhorn an seine Hüfte. Nutze deinen Peitsche, um es zu... Oh, jetzt doch, das geht. Okay, cool. Das wusste ich nicht. Ich hol mir mal ganz, ganz kurz was zu trinken. Einen Moment. So, ich sag's euch, wenn ihr da vorne seid, im Wohnzimmer, denkt ihr euch so, da ist aber schon gar nicht kühl, da ist schon kalt. Und hier ist wirklich warm. So warm schwül ist hier. So, ich habe mir meine Riesenflasche Eistee geholt, 1,5 Liter, Hashtag keine Werbung für die Marke, die ihr vielleicht zwischendurch mal ganz kurz im Bild seht. Bei Eistee bin ich eigentlich ein aus dem Glas trinke, aber irgendwie man ist doch zu faul. Aus dem Glas trinkt man nur, wenn Besuch da ist. Ne? So, weil dann will man höflich sein. Okay. Und weil ich keinen Bock habe. Ich sende Besuch, mein Name ist Ken. Boon, ich erforsche hier die Legende der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch bin ich sicher, dass sich hier etwas verbirgt. Dein Name ist halt so Bas, kein einfacher Name. Erzähl mir doch, was von dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme, irgendwo habe ich davon schon gehört, oder etwa doch nicht? Stimmt ja, jetzt weiß ich es. Ich habe in alten Schriften über das Ranel-Sandmeer davon gelesen. Da erinnere ich mich nicht mehr an die Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht's da drüben lang. Oh, da braucht man einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Und zum Ranelle-Sandpad zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Einen kleinen Schlüssel erhalten, damit lassen sich verschlossene Türen dieser Gegend öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Pass auf dich auf. Danke. So. Mein Internet ist wieder überfordert, weil ich gerade Minecraft Dungeon schon mal runterlade. Ah, warum muss ich das jetzt runterladen? Nein, alles gut. Oh, ich freue mich aber auf das Spiel. Ab Mittwoch kann man es ja erst spielen, leider. Ich habe da echt Bock drauf. Also das Spiel wird definitiv. Das Spiel wird definitiv. Deswegen mal gucken. Mal gucken, wie das Spiel so wird. Hier ist auch noch ein Stuhl, das ist gut.
glaube, ich sitze ein bisschen zu nah an der Bombe. Naja, 360p reicht ja auch. Ja, irgendwie schon. Eigentlich irgendwie schon. Ja, irgendwie bei Endtower hat jemand runtergeschrieben, dass die Quali wohl auf der Switch nicht so gut sein soll. Dass sich erschreckt hat. Kannst du etwas bei den 4 Pixeln? Achso, du meinst den Stream! Du meinst den Stream, sorry. Sorry, ich war wieder durcheinander. Bist du dann voraus, versucht ein Rätsel alten Bergwerks zu lösen? Ach, das ist ja cool. Weil das haben wir ja schon gemacht. Das ist ja cool, dass man so... Weil eigentlich ist das voll unnötig, dass so ein Schild da hängt. Wer hat die denn hingemacht? Anel Sandmeer voraus, ein Meer aus Sand, viele Spuren alter Kulturen. Und hier? Anel Mine voraus, das Rätsel des Steins der Zeit. Dann würde ich doch gleich mal erstmal da lang gehen. Der Download scheint zu groß zu sein. Ich gucke mir den später mal an. Also wie gesagt, ab Mittwoch würde ich dann gucken, ob das... Ah, okay. Ich dachte, geht direkt kaputt. Bei Discord gucke ich nicht nach. Was ist hier los? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach! Boah, mit dem Motion Control ist das eigentlich viel interessanter. Ist das nur Motion Control oder kann ich schon. Den rechten Stick kann ich mitbewegen. Oh, ich liebe Motion Control. Oh, ich bin auch froh, dass die nicht nach einer Zeit wieder reingehen. Wie bei Ocarina of Time. Das ist ja echt Pech. War hier auch noch irgendwas? Eine Truhe. Alles klar, Lukas. So. Oh, Schattenkristall. Ja, Schattenkristall ist mir eigentlich egal. Also da hätte ich wirklich über dieses Halbmondgedönse. Weil ein Schattenkristall kann ich halt farmen. Aber die Monddinger halt nicht. Deswegen... Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel man noch upgraden kann. Da muss ich halt auch noch schauen. Ein paar Sachen kannst du halt immer wieder upgraden, ein paar nicht. Und ich weiß auch gar nicht. Kriegen wir jetzt noch eine längere Quest vor uns? Das wäre auch noch möglich, bevor wir in den Dungeon können. Also, ja, doch. Ja, die andere Quest, die kommt noch. Das mit dem Lied der Drachen oder was das war. Aber das dauert noch. So. Dann würde ich sagen, auf. Also irgendwie kann man da auch nochmal weiter. Wolltest du noch was sagen? Wenn du so Legende der drei Drachen weißt, sag es mir ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon kaputt machen kann. Doch. Oder lässt mich nicht durch. Okay. Schade. Naja. Ist da auch ein Schild noch? Nee. Ich finde das cool, wie viel oft man den hier schon einsetzt. Und einfach nur, damit man schon weiß, worauf man hinaus will, sozusagen. Hä? Okay.
Warum hat man nicht direkt hier die Loading Zone gemacht? Komisch.